Hello, Friends. Wir haben heute Dienstag und ich bin wieder back at home, back in Munich. Ich habe gerade den Vormittag bzw. Morgen ein bisschen genutzt, um meine Tasche auszuräumen und aufzuräumen. Und jetzt sieht es eigentlich hier wieder relativ anständig aus, finde ich. Und jetzt machen wir mal kurz ein paar Packages auf, die ich bekommen habe, als ich in Berlin war. Ich bin ein bisschen angeschlagen, wie ihr hört und merkt. Das hat mehrere Gründe, aber ich war auch einfach feiern in Berlin und mich nicht so gut angezogen und das ist ein bisschen mein eigenes Verschulden. Naja, auf jeden Fall ist heute aber der Plan, ein bisschen Workshit, der mich absolut stresst, hinzubekommen. Dann habe ich um 14 Uhr Zivilrechtssimulation, wo ich gerne hingehen würde und wollte unbedingt noch ein UPS-Paket abgeben. Die ersten zwei Sachen sind Safe-Ergänzungslieferungen und ich habe da gar keinen Bock drauf schon wieder. Das fuckt mich schon wieder ultra ab. Gerade nochmal meinen Kalender angeschaut. Leute, wir haben einfach nur noch 1,5 Wochen bis Weihnachten. Irgendwie ist es dieses Jahr wild. Ich weiß nicht. Also ich bin null im Weihnachtsspirit. I don't know. Moisies, ich bin schon on the way. Es geht raus in dieses tolle Wetter. Ihr checkt nicht, wie lucky es gerade war. Bei mir im Haus hat gerade einer ein Paket bekommen von UPS und ich konnte dem das einfach mitgeben. Holy shit. So gut. Good morning. Ich wollte heute mal eine neue Routine versuchen. Und das ist heißes Wasser mit Zitronensaft. Und ich nehme einmal so Nahrungsergänzungsmittel für einen besseren Darm, beziehungsweise eine bessere Darmflora. Und ich setze mich jetzt an Worksheet, weil ich viel erledigen muss. Und nachmittags habe ich keine Zeit. Da fahren wir zu meinem Papa ins Krankenhaus. Ja, das ist der Plan. Deswegen bin ich jetzt auch heute hier. Ich bin ja immer noch ein bisschen angeschlagen. Ist nicht so geil. Und ich fühle mich heute auch irgendwie nicht so fit. Aber ja, wir gucken mal, wie es wird heute. Ansonsten, Leute, guess what? Ich habe endlich bestanden, wollte ich gerade sagen. Ich habe endlich Türchen 13 gewonnen. Beziehungsweise ein Freilos gewonnen. Ja, deswegen habe ich das jetzt wieder reingetan. Das ist das allererste, das ich, wo ich nicht abgelost habe. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich werde jetzt doch heute nicht mit meiner Mama meinen Papa besuchen gehen, weil ich echt ein bisschen krank bin. Und ich will meinen Papa nicht unnötig dann noch anstecken. Deswegen bleibe ich jetzt heute hier. Dann kann ich auch um 14:30 Uhr gleich Klausurenkurs hören. Das ist auch ganz gut. Aber ich tue mich jetzt ein bisschen ins Bett. Ich bin irgendwie übel fertig. Und ich habe den ganzen Vormittag gearbeitet. Da bin ich jetzt fertig geworden. Das ist sehr gut. Das war nämlich ungefähr mein Highest Anxiety-To-Do-Thema. Jetzt mache ich mir gerade noch eine Wärmflasche. Ja, weil es läuft heute nicht. Beziehungsweise es läuft, aber ich bin krank und habe meine Tage. Das ist fucking nervig.